zum Tagesgespräch bei Phoenix begrüße ich ganz herzlich Dietmar Bartsch, den Fraktionsvorsitzenden der Linken. Grüße Sie in Berlin. Guten Morgen, grüße Sie auch. So unterm Regenbogen kann man weitersehen. Manchmal, was sagen Sie, 6 Monate oder 6 Wochen, wie lange ist Frau Lambrecht noch im Amt? Das vermag ich nicht einzuschätzen, aber eines ist doch offensichtlich, dass sie nicht nur in der Kommunikation, sondern insgesamt in der Führung überfordert ist. Wir haben bei der Bundeswehr ein Desaster nach dem anderen erlebt und deswegen bin ich der Auffassung, dass sie nicht lange zu halten sein wird. Olaf Scholz ist ja jemand, der an Ministern festhält und er wird sicherlich eine größere Kabinettsumbildung, auch wenn Frau Faeser dann Spitzenkandidatin in Hessen ist, vornehmen. Aber das ist dringend notwendig, weil ansonsten noch mehr Vertrauen verloren geht. Also Sie können schon ein bisschen vorausschauen und sehen schon Frau Faeser dort verortet. Gut, das werden wir klären, wenn es soweit ist. Jetzt müssen wir erst mal über das reden, was wir da erleben. Dieses Hin und Her und vor allen Dingen dieses Bremsen in Sachen Waffenlieferungen. Erst mal ganz kurz vorweg, wie stehen Sie dazu? Wir haben heute Morgen ein bisschen recherchiert. Wir fanden nicht so wirklich klare Äußerungen, eher nein, ja? Ich sehe das sehr kritisch. Wir müssen aus dieser militärischen Logik raus. Das Jahr 2023 sollte ein Friedensjahr werden. Der Krieg dort ist weiterhin verheerend. Wer die Verantwortung dafür hat, ist unstrittig. Das ist Wladimir Putin. Aber zu meinen, dass wir militärisch diesen Krieg beenden, das ist ein Irrglaube. Deswegen brauchen wir eine abgestimmte europäische Friedensinitiative. Das Leid der Menschen ist so groß, dass wir in Deutschland uns debatten, was kommt denn als nächstes? Der Leopard, dann Flieger. Wollen wir diesen Konflikt immer weiter eskalieren? Das ist der falsche Weg. Ich weiß, wie schwierig das ist. Ich weiß, dass alle sagen, ja, mit Putin kann man nicht reden. Aber selbst zu Zeiten von Leonid Brezhnev hat Willy Brandt es geschafft, dann wirklich Abrüstung zu organisieren. Ja, rufen Sie mal in Moskau an und fragen mal nach, ob man reden kann. Es geht doch überhaupt nicht darum, ob ich anrufe oder Sie anrufe. Das ist vergleichsweise unerheblich. Aber ich habe davon gesprochen, dass es eine europäisch abgestimmte Friedensinitiative geben sollte. Okay. Das ist das Entscheidende. Mit den europäischen Partnern gemeinsam und nicht eine Debatte, was liefern wir als nächstes. Das ist genau der falsche Weg. Wenn in Deutschland das Wort Diplomatie inzwischen ein Schimpfwort geworden ist, sehe ich das als hochproblematisch an. Wenn Frau Baerbock sagt, man kann nicht reden, ist das meines Erachtens falsch. Nein, Deutschland sollte als Friedensmacht, als Führungsmacht im Frieden voranschreiten. Aber diese westlichen Bündnispartner von uns, die stellen sich nicht so an wie wir. Die liefern, die sagen, und da muss ich zitieren einen Parteikollegen von Ihnen, der sagt, früher war ich ein Gegner von Waffenlieferungen, heute sage ich ergänzend, jeder, der angegriffen wird, hat das Recht, sich zu verteidigen. Was können Sie dagegen sagen? Das ist übrigens Bodo Ramelow. Ja, ich weiß, dass es Bodo Ramelow ist und selbstverständlich ist das Recht auf Verteidigung völlig unbestritten. Und ja, es ist sicherlich so, dass die Ukraine ohne die Hilfe des Westens, also finanzielle und auch militärische, nicht überlebt hätte. Aber ich sage nochmal, wenn wir nur den Fokus auf das Militärische haben, machen wir einen großen Fehler. Das sieht im Übrigen Bodo Ramelow ganz genauso. Wir werden nicht auf dem Schlachtfeld diesen Konflikt beenden. Und deshalb braucht es genau Diplomatie, Friedensinitiativen. Und da ist dieser Satz, rufen Sie mal in Moskau an, in keiner der zielführend ist. Nein, wenn man den Druck erhöhen will, dann muss das auch über Diplomatie erfolgen. Man kann doch beides tun. Waffen, die gebraucht werden, die die Ukraine anfordert, sagen, okay, wir helfen euch, weil das ist deren gutes Recht. Das andere ist die Initiative zu Friedensgesprächen, oder? Ja, aber das ist im Moment in Deutschland deutlich unterbelichtet. Es gibt viel zu wenig, auch europäisch. Und wir sehen doch, sowohl beim Gefangenenaustausch, als auch bei den Getreidelieferungen, als auch bei anderen Gesprächen, dass etwas möglich ist. Man muss, so schwierig das ist, diesen Weg gehen. Das scheint im Moment abwegig zu sein, aber wir werden nur auf diplomatischem Wege diesen Konflikt beenden. Eine andere Möglichkeit ist bei der Atommacht Russland ausgeschlossen. Wer denn glaubt, militärisch etwa die Krim zurückerobern zu können, der liegt wirklich falsch. Deshalb nochmal, die Verantwortung ist klar. Leiden tun die Menschen in der Ukraine ganz furchtbar. Jeden Tag Tote, jeden Tag Zerstörungen. Der Krieg eskaliert immer weiter. Diese Verantwortung liegt in Moskau. Aber genau deshalb muss der Druck auch diplomatisch größer werden.
Das haben wir jetzt verstanden. Ist auch sicherlich mindestens sinnig. Nun ist Ihre Partei ja, sagen wir mal, was die Friedensansichten und die Kriegsansichten betrifft, relativ nah bei den Grünen. Aber ein grüner Minister, Habeck, schließt jetzt zum Beispiel Leopard-Lieferungen nicht mehr aus. Was glauben Sie, was ist das für ein Signal? Also ich will deutlich widersprechen, dass wir in dieser Frage dicht bei den Grünen sind. Ich bin sogar sehr froh, dass der Bundeskanzler da ein Maß an Zurückhaltung hat und nicht etwa in den Wahn eines Toni Hofreiters oder einer Frau Strack-Zimmermann einklingt sich. Das ist falsch. Deshalb Leopard-Panzer, was soll denn die nächste Stufe sein? Was wollen wir denn noch liefern? Soll die deutsche Luftwaffe agieren? Wollen wir die Gefahr eines Weltkrieges heraufbeschwören? Nein. Ich erlebe seit einem Jahr, dass immer über schnellere Lieferungen, schwerere Waffen noch heftiger geredet wird. Und ich sage, das ist der falsche Weg. Leopard-Panzer werden diesen Konflikt auch nicht beenden. Man wird nicht am Ende des Tages Moskau so vernichtend schlagen, dass man dann entscheiden kann, so und so wird die nächste Weltordnung aussehen. Da hat im Übrigen die Altbundeskanzlerin recht. Wir müssen auch in dieser schwierigen Situation darüber nachdenken, wie kann perspektivisch eine europäische Friedensordnung aussehen? Selbstverständlich unter Respektierung der territorialen Integrität der Ukraine, ohne Wenn und Aber. Da darf es überhaupt kein Vertun geben. Die Ukraine hat auch zu entscheiden. Aber eine europäische Friedensinitiative ist das Gebot der Stunde, damit das Jahr 2023 ein Jahr des Friedens wird und dieser Krieg nicht am Ende dieses Jahres immer noch als Abnutzungskrieg weiterläuft. Ein wunderbares Schlusswort von Dietmar Bartsch. Ich danke Ihnen ganz herzlich, immer wieder gerne fürs Gespräch. Ich danke Ihnen auch. Beste Grüße in das schöne, warme Studio. Vielen Dank.